Wenn nach einer großen Arie der Applaus nicht endet, wenn dann Spots wieder aufflammen, dann heißt das noch einmal das Ganze da capo. Ich freue mich ganz besonders, Herr Stefano, dass ich Sie hier bei Dreisat begrüßen darf. Danke. Live im Dreisat-Studio. August Everding hat sich mit einer der legendären Stimmen unseres Jahrhunderts verabredet. Da capo Giuseppe Di Stefano. So viele haben da capo gerufen und geklatscht, von Catania bis Kleinborn, von Berlin bis Chicago. Erinnern sich noch, meine Damen und Herren, an Salvatore Giuliano? Ein Jahr vor diesem Dämon von Sizilien wurde dieser Herr Di Stefano geboren, auch in Catania geboren und begabt mit der Unbeschwertheit des Südens und deren Kanzonen er immer noch auch gerne gesungen hat, so gerne wie die Opernarien. Und von der schönen Gefährlichkeit des Vulkans über ihm. Herr Di Stefano, Sie wollten mal Priester werden, hat man mir gesagt. Und der Jesuitenrektor, der soll aber gesagt haben, mit solchen Augen wirst du nicht lange hier bleiben. Im Seminar San Arioldo, stimmt das? Arioldo in Mailand, ja. In Mailand. Sie sind dann, wie wir alle wissen, nicht Priester geworden, aber Sie sind Gott sei Dank Sänger geworden. Und wir haben Sie besucht, dort, wo Sie jetzt wohnen. Wir möchten da anfangen, wo Sie jetzt wohnen, schön wohnen und wo Sie einen Streifzug mit uns durch Ihre Karriere machen. Wo ist das? Ich bin geboren in Sizilien, Catania. Und aber ich habe immer gelebt in Mailand, studiert in Mailand. Und jetzt, ich wohne in diesem schönen kleinen Dorf, zwischen Como und Lecco, an den Bergen, kleine Berge. Die Landschaft ist sehr schön. Und es ist nicht für Touristen, das ist die beste Sache. Mailand, die Luft ist nicht gut, die Luft hier ist fantastisch. Und ich liebe so ruhig. Ich bin sehr zufrieden hier. Sprechen von meiner Karriere, ich glaube, war eine von der schönsten, die schnellsten Karrieren der Welt. 1946 in Reggio Emilia, mein Debüt nach dem Krieg, Manon Massenet. Dann 11 Monate später in Scala mit derselben Opera und 11 Monate später in Metropolitan, Rigoletto. Aber der Höhepunkt von meiner Karriere, ich glaube, war diese Chance zu singen mit Toscanini, Verdis Requiem in New York, Carnegie Hall. Das war die 50 Jahre von Verdis Tod. Dann natürlich habe ich gesungen über alles, natürlich auch in Deutschland. Wir waren mit der Scala in Berlin, mit Karajan, Callas, in der berühmte Lucia war ein großer Erfolg. Dann Brasil, Mexiko. Mexiko ist meine Geliebte. Und ich glaube, alle Leute lieben Mexiko. Warum? Der Climate ist fantastisch, die Landschaft Mexikaner ist so sympathisch, so musikalisch sind. No? Mein Studio auf dem Land. Erinnerung von meiner Karriere, der Sabata in Toscanini, die Callas in Mexiko. In Mexiko wir haben gesungen 5 Opera. Und in dieser Foto, wir sind sehr jung. Und Monika, wir haben viel gesungen in Deutschland auch. Die Königin von Spain. Während der Krieg, ich habe für die spanische König gesungen in Schweiz. Und meine Mutter. Meine Mutter lebt noch, sehr glücklich. So. Sie werden im Mai 90 Jahre alt. Mein Gott, ging das schnell, diese Karriere. Gerade in, wo fing es an, im Teatro Municipal in Reggio Emilio und dann die Scala und dann schon New York, alles in so schneller Zeit. Ja. A Star was born so suddenly. Aber wie wurde der zum Sänger? Das würde ich doch schon ganz gerne wissen. Es gibt so viele schöne Geschichten darüber. Erzählen Sie sie. Wie wurden Sie Sänger? Ja. Im Seminar, ich habe gesungen natürlich, ja. In Dom, in Milano.
Aber ich habe keine Ahnung, eine Karriere, ich will eine Karriere machen. Aber ein Freund von mir, einer von diesen verrückten Leuten von Opera, ja. Einmal hat mitgehört, weil wir spielen Karten. Ja. Und ich habe einen Höchton gesungen, warum ich habe gewonnen. Ja. Und er war so glücklich. Ah, ich habe verloren, aber ich habe gefunden einen Tenor. Ist nicht wahr, ich war 16 Jahre alt. Mein Gott. Die Geschichte ist nicht wahr, dass Sie bei einem Friseurladen den Luigi Montesanti... Das ist später. Das war später? Das von dem Krieg. Ach, ich habe studiert in diese zwei, drei Jahre. Ja. Ich habe gewonnen Wettbewerb in Florenz. Aber ich war, das erste Mal ich war zu jung und das zweite Mal ich war erkältet. Ja. Und ich konnte nicht singen. Ich habe bekommen keine Borsa di Studio, kein Geld. Nein. So, ich konnte nicht studieren. Ich habe studiert mit einem Tenor von der Scala, aber von der Chor. Der Chor von der Scala. Und er war sehr nett, sehr sympathisch, aber ich habe gar nichts nicht viel gelernt. Ja. Aber einen Monat vor ich gehe zum Soldat, ein Onkel von mir, ein Onkel kommt von England, kommt nach Mailand. Ja, du musst mich begleiten, ich muss meinen Freund besuchen. Ja. In Mailand, ein Figaro, ein Barbiere. Und dieser Barbiere war der Barbiere, der Figaro von Luigi Montesanto, berühmter Bariton. Bariton. Und auch Mariano Stabile, die erste, ich habe Gesang, ein Vorgesang. Ja, ja? Vorgesungen. Ja. Vorgesungen. Und ich war kein Pianisten, so ohne Klavier, meine erste Vorgesang. Vorsingen, ja. Vorsingen. Vorsingen. War ohne Klavier. Ohne Klavier. So, Mariano Stabile, die Falstaff von Toscanini, alles Sizilianisch. Meine Figaro, meine Barbiere, hat gesagt, kann ich meine Cousine mitbringen. Vorbereiten. Ja. Ja, ich sagte, Cousin, wir sind nicht Verwandten. Von diesem Moment, wir sind Verwandten. Ja. So, ich habe gesagt, so ist die Mafia. Warum? Wir waren alle Sizilianer. Alten zusammen, jawohl. Zwei von Palermo, eine von Siracusa, ich von Catania. So, ich habe gesungen ohne Klavier, aber ich habe kopiert die Mariano Stabile. Und die Diktion von Mariano Stabile ist so berühmt. Ich habe so viel gelebt, diese Artikulation. Ich habe gelernt, alles in einem Mittag, in einem Halftage, ja. In einem Apremidi. Aber wenn Sie nicht gut gewesen wären, hätte das ganze Sizilianertum nichts genützt. Wie war denn das, als Sie eingezogen waren? Da war doch ein Unteroffizier, der hat Sie nicht an die Front gelassen, weil er gesagt hat, so viel Kälte schadet der Stimme. Stimmt das? Das war die Kapitän, die Arzt. Ja, der Arzt. Der Arzt vom unteren Regiment, ja. Er hat mich gehört, du sollst nicht bleiben mit einem anderen Regiment, du musst hier kommen in die Infirmerie, du arbeitest hier, so alles ist gemütlich für dich, für deine Stimme, du musst nur singen, wenn ich böse bin. Bin. Aber er war immer böse. Ich habe immer gesungen. Immer gesungen. Ja, ich habe so viel gesungen, ja. Ich war sofort ein Tenor, ein großer Tenor. So viel Atem, so viel Übung. Ich habe so viel Übung in diesem Spital gemacht, mit diesem Offizier, der war immer böse. Aber er war Neapolitaner. Nicht Sizilianer. Er war verrückt für die neapolitanische... Und dann kamen Sie in Kriegsgefangenschaft, da sind Sie übrigens geflohen, stimmt das, in Frauenkleidern? Ja, das war... Erste Jahr, diese Arzt hat denselben Tag, der Regiment geht zu Russland. Ja. Er hat mich gerufen und gesagt: Du bleibst hier, du kommst nicht zu Russland. Du, wie ein Soldat, du bist nicht so gut. Aber ein Tenor vielleicht einen Tag. Ich mache eine Karriere. Ist gestorben in Russland. Ach. Und jetzt in ein paar Wochen singe ich in seinem Dorf, in der Nähe von Neapel, in Caserta. Ich freue mich sehr, warum ich will die Familie von diesem Offizier begrüßen. Das ist sehr, ja. Dann ich war für einen Tag ich war Prigioniero, ja. Im Gefängnis. Kriegsgefangen. Sie, wenn Sie erinnern, 8. September 45. No, 43. Ach so, ja, natürlich.
wenn, in Italien denken. Ja. Denn der Krieg war fertig für uns. Ja. Die Deutschen sind gekommen. Alle, die, wir waren in der Kaserne. Wir waren nicht die Regiment, wir waren nur der Depot. Ja. So, ich habe war ein deutscher Kaporal. Ja. Ich habe ihn gerufen. Ich sagte, ich bin ein Tenor. Ich gehöre nicht hier. Ich muss weggehen von hier. Bist du ein Tenor? Ja. Gigli. No, Gigli, so klein, Gigli, so klein. Ich bin größer als Gigli. Oh, du musst frei sein. So in der Nacht hat mich begleitet so durch die... Ein deutscher Unteroffizier hat ihre Karriere möglich gemacht. Wunderbar. Wegen das ich bin Wegen da. Das sind Sie da. Aber jetzt haben wir schon so viel über die Stimme geredet, wir wollen Sie hören. Übrigens, da unsere Sendung Da Capo heißt, was war denn Ihr schönstes Da Capo? Das schönste Da Capo war die Favorita in Mexiko. Ich habe gesungen Favorita für die erste Mal. Ich kenne nicht die Opera, aber ich habe in Da Capo gesungen, weil der Kapellmeister war nicht zufrieden. Du hast wenig gesungen die ganze Nacht in Duo, ja. Trio. Du hast so wenig gesungen und du hast die Nerven zu singen, in Da Capo, von die Aria. Spirito gentile. Natürlich, Meister, ich habe so wenig gesungen, so ich musste singen, der Da Capo, zu singen ein bisschen mehr. Aber wir hören jetzt noch viel mehr. Wir hören Rigoletto, was wohl, La Donna e Mobile. Das ist eine berühmte. Das ist eine berühmte. Und das. Da haben wir einige von den berühmten Pianos gehört und unmittelbar an das Piano den angesetzten Ausbruch und unvergleichlich das Mezzo Voce. Was war eigentlich das Besondere an der Lucia, die Sie mit der Callas gemacht haben, an diese berühmte Aufführung, die ich leider nie gesehen habe? Was war das Besondere an dieser Aufführung? Mit Karajan? Ja. Ja. Das Besondere, die... Ich weiß nicht, was ist besonders und nicht besonders. Wir waren jung, alles war so leicht. Und wir freuen, viel Freude zu singen. Und die Möglichkeit zu machen Pianissimo, zu machen, alles war sehr leicht. Yeah. Dann später kam die Schwierigkeit. Aber in diesem Moment, ich war 39 Jahre alt, ja. Weil das Leben war fantastisch. Ja, ja. Aber Sie wollten doch immer, Sie haben mal gesagt, ein Tenor sein, nur eine schöne Stimme haben, das ist es nicht. Denn Sie wollten doch die Rollen auch als Rollen darstellen. Überall. Ja, natürlich. Das, ja, ich habe immer in die Worte gedacht, immer in die Gefühle. In italienischer Sprache ist die beste Sprache für Opera, wegen die Vokale. A, E, I, O, U, so die... Und ich bin Sizilianer. Ich bin geboren in einem Land, wo die Kantastorie, die Sänger, die kommen in die kleine Dorf und die singen, die erzählen ja. Eine Geschichte. Sie. Und ich habe das in meine Ohren, ich erinnere sie. Und ich habe sofort geliebt diese, ich glaube, die Publikum muss die Worte, alle Worte verstehen. Ja. Das ist wichtig. Ich wollte Sie gerade fragen. Durch die Worte, ich habe auch die Technik gefunden. Ja. Eine schlechte Worte, ich glaube nicht die Technik. Aber ich habe immer gedacht, wenn das Publikum versteht, alles, was passiert auf der Bühne, ist schon zufrieden. Denn wenn du eine schöne Stimme hast, Erfolg ist gemacht. Sie haben das Auftrittslied des Duchamp so Piano gesungen und jeder hat jedes Wort verstanden, obwohl es ganz Piano durchgesungen war. Übrigens darf ich fragen, war die Callas, Ihre berühmte Partnerin, war sie immer die Callas oder war sie immer eine verschiedene Person? War sie eine Darstellerin der Rollen? War immer eine etwas von Natur, ein Tier, Bühnetiere. Ja. Aber die Tiere sind auch gut, wenn die lassen in Ruhe. Ja. Also vom Regisseur haben Sie sich nicht so gerne in Unruhe bringen lassen wollen, oder? Ja. Aber wir hatten keine Probleme mit Callas zusammen zu singen, ja. Und zusammen zu spielen. Die war.
Sie war fantastisch. Ja. Wenn Sie fragen mich, wie war die Carla, sie wie eine Frau, wie die andere. Ja, ja. Mir scheint ja wichtig, gerade als Regisseur darf ich das fragen, den Bippo, wie er dann von seinen Freunden genannt wurde, dass er die hohe Schule des Belcantos so gut konnte, aber auch die Schauspielkunst. Sie haben doch die Rollen interessiert. Sie haben sich doch nicht nur hingestellt und gesungen, wie so viele Tenöre. Ich spreche von mir jetzt. Ja, ich spreche von Ihnen. Ah, ich habe immer an die Personaggio, die Rolle gedacht. Und ich habe auch viel gelesen, von Verdi zum Beispiel. Ja. Giuseppe Verdi schreibt, dass der junge Sänger muss eine Diktion perfekt haben. Sie? Ja. Und auf die Bühne muss seine Instinkt aufbringen. Ja. Sie? Instinkt. So kann ein guter Kapellmeister muss der Sänger freilassen, zu interpretieren. Ja. Mir hat jemand gesagt, der in Don José gesehen hat, er hätte noch nie gesehen eine torkelnde Sucht nach Liebe in der Darstellung, neben der schönen Stimme. Und das freut mich als Regisseur natürlich ganz besonders. Und dass Sie auch einmal gesagt haben, ich singe vor allem auch die Worte, nicht kunstvolle Tonfolgen. Ich kenne keine Musik. Ich muss die Worte singen. Aber wenn Sie Worte singen, singen Sie Musik. Aber durch die Worte, ich habe immer das richtige Tempo gefunden. Ja. Und das hören wir auch gleich bei den Nächsten. Und ich möchte gern, dass wir die Blumenarie von Carmen hören. Diese Einheit von Gefühl, Gedanke, Wort, kompositorischer Intention und Gestaltung. Jetzt kommen die Bilder. Ich engagiere Sie nach München. Ja, ja. Ist gut vorgesungen. Kann man. Eben, ich habe erkannt, Bing war das, nicht? Bing habe ich gesehen. Ja. Del Monaco. Und der Herr am Klavier, den habe ich nicht erkannt. Da war Ivor Newton, eins der größten Begleiter. Er hat uns begleitet in die Tournee mit Callas. Überall, in Amerika, in Japan. Ich glaube, meine Damen und Herren, Sie werden heute Abend einverstanden sein, wenn wir viel Musik spielen. Wir haben heute genau eine Stunde, nicht Open End wie manchmal, aber heute Abend genau eine Stunde, aber wir spielen viel Musik ein, denn mit Ihnen das zusammen zu hören, was Sie gesungen haben und wie Sie gesungen haben, ist uns eine besondere Freude. Nicht so eine besondere Freude für mich war, als ich gehört habe, dass Sie für moderne Opern überhaupt kein Gusto haben. Stimmt das? Sie mögen moderne Opern nicht gerne. Ich möge schöne Musik. Alt, modern, das ist keine... Nein, Sie haben gesagt, der modernste Komponist für Sie ist Puccini. Ja, das habe ich gesagt. Haben Sie gesagt. Bis ich finde, ein anderer Puccini oder etwas besser als Puccini. Ja. No, ich meine, das seriöse Sprechen, natürlich. Weil ich bin kein Musikant, verstehen Sie? Ich bin nur ein Tenor. Ich hatte eine schöne Stimme, ich habe gesungen. Ich hatte keine Zeit zur Musik studieren. Ich habe früher gesagt, ich liebe schöne Worte, schöne Musik, Melodie. Darf ich etwas Kritisches fragen, nur um das kennenzulernen? Wenn Sie mehr Zeit gehabt hätten zur Ausbildung der Stimme, glauben Sie, das hätte der Stimme gut getan oder war das Ihr Weg und der war so, wie er war, gut? Das ist etwas kompliziert ausgedrückt. Ich müsste das einfacher sagen. Das ist fair. Ja, dann hätten Sie eine längere Ausbildungszeit für die Stimme für gut gehalten. Wissen Sie, bevor ich habe gesungen, ich habe geraucht. Ja. Ich war ein Raucher, der singt. Jetzt? Ich bin ein Raucher, der singt. So, ich kann, Beniamino Gigli hat mich gesehen mit meiner Zigarette. Ich habe gesagt, du musst nichts rauchen. Warum muss ich nicht rauchen? Ich kann singen dasselbe. Ja, aber du willst die Höhton verlieren. Ja. Okay, denn ich singe neapolitanische Lieder, ich singe andere Sachen. Es ist nicht unbedingt, dass ich singe Opera. Ich habe meine sizilianische Art, fatalischken, ja. Meine Philosophie, zu leben Tag bei Tag. Morgen ist auch ein Tag, aber ob er kommt, wissen wir nicht. Ja, darum genießen wir ihn heute. Ich muss zufrieden sein.
Ich war zufrieden zu rauchen. Ich konnte nicht halten. Und Gilles hat gesagt, ich habe geraucht auch. Aber meine Mutter, wenn sie stirbt am Bett, wenn sie stirbt, sie hat mich gefragt zu schwören, dass ich muss nicht aufhören mehr rauchen. Ja. Ich sage, Maestro, aber meine Mutter lebt. Was soll ich machen? So. Sie lebt immer noch. Sie lebt immer noch. Sie dürfen immer noch rauchen. So, jetzt ist nicht mehr Zigaretten, Zigarren. Zigarren. Und Sie brauchen nicht mehr singen, jetzt können Sie unbekümmert rauchen. Nein, ich möchte doch ganz gerne wissen, Ihr Verhältnis zum Dirigenten. Sie haben das ebenso unbekümmert geschildert, Ihr Verhältnis zum Regisseur. Ich glaube, über den haben Sie sich hinweggesetzt. Das habe ich so rausgehört. Das war nicht so ganz Ihre Grund. Aber wir sind Kollegen. Ja, wir sind Kollegen jetzt hier im Studio. Aber Ihr Verhältnis zu den Dirigenten. Sie haben einmal gesagt, dass Herr von Karajan für Sie der größte zeitgenössische Dirigent war. Darf ich fragen, dann gab es doch mal so einen großen Krach. Habe ich das richtig in Erinnerung? Warum ging das da? Krach? Ja, ja, ich glaube, an der Scala war das, nicht? Ja, die Carmen. Ja. Ah, ja. No. Warum eine neue Ära beginnt? Ja. Mit dem Regisseur. Ja. Früher waren viele Proben am Klavier mit dem Kapellmeister, 3 Wochen. Ja. Das war fantastisch, zu studieren, die Worte. So, denn wenn die großen Regisseure sind geboren, sofort. Wir müssen darstellen. In Orchester gehen, auf die Bühne. Ja. Die Probe, die früher war am Klavier, später mit Karajan, sofort auf die Bühne. Ja. Moment, ich singe diese Carmen für das erste Mal. Ich muss singen mit den anderen Künstlern, bevor ich gehe auf die Bühne. Ja? So, Karajan war böse, ich war böse. Ja. Bitte ein anderer Tenor, kein Problem. Denn ich meinte diesen Krach, als der Raimondi plötzlich auch engagiert war. No, das war was anderes. Das war was anderes. Das, anderes. Ja, ja. Das waren die Direktoren der Scala. Das war die Scala, Politiker. Ja. Aber Sie haben 6 Millionen Lire ausbezahlt bekommen. Ja, sehr schön. Ja, aber eine schlechte Geschichte war das. Ja? Aber mag nicht. Ich bin da, ich bin immer zufrieden, ich singe. Ich habe alles vergessen, was muss im Leben vergessen, war nicht nett war. Natürlich. Nein, ich meine auch nur, Sie haben ein so großes Leben, ein so erfülltes Leben. Das sind einfach Fragen, die sonst verloren gehen. Und die kümmern Sie ja auch nicht. Aber stimmt das? Karajan hat einmal gesagt, Sie würden den ersten Akt Bohem in der falschen Tonart singen. Erinnern Sie sich dieses? Stimmt das überhaupt? Nicht der falsche Ton, Halbton unter. Nicht im Ton. Aha. Das war nicht wahr. Das war eine Geschichte zu schwer für mich zu erzählen. Es war eine politische Geschichte von dem Scala-Direktor. Warum, er war böse mit mir, warum ein Jahr früher, ich konnte nicht singen. Ich war krank. Ja. So, alles war geboren in diesem Moment. Er war böse mit mir, er hat gesagt, dass Karajan wollte mich in Bohem und war nicht wahr. Das war schon Raimondi war engagiert für diese Bohème. Ich komme nach Milano, so alles hat geglaubt, dass ich war protestiert von Karajan. Karajan war immer Freund und immer sehr sympathisch. Nein, über die Intrigen der Direktoren der Scala wollen wir nicht sprechen. Wir haben zu wenig Zeit, wir müssen den ganzen Abend reden. Das geht ja gar nicht. Es gibt da so viele. Aber ich meine, Sie haben so ein herrliches Verhältnis gehabt mit Sabatau. Mit Scherchen haben Sie Rienzi gemacht. Scherchen, Toscanini, haben Sie gesehen? Jawohl. Da haben Sie aber ein Angebot von Toscanini einmal abgelehnt. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern. Dann hat der Siepi Ihnen zugeredet, Sie sollten das. Was war das? Ja, war der Toscanini. Ich habe gewusst, in dieser Zeit, der Toscanini war sehr nervös, sehr böse. So, ich will nicht singen mit den bösen Leuten. Ich will nicht kämpfen. Ja. Aber Toscanini wünscht, dass du singst die Requiem. Nein, ich singe nicht. Toscanini hat telefoniert meine Lehrer. Er hat gesagt, ich liebe diesen jungen Mann. Er singt sehr einfach. Er hat einen schönen Stil im Singen. Ich liebe ihn. Er muss kommen. Dann ich bin gegangen mit meiner Lehrer. Ich habe er war so nett mit mir später. Warum
wollte nicht singen mit mir. Ich wollte nicht singen, warum? Die sind berühmt zu böse sein. Ich bin böse nur mit die Dumme. Ja, ja. Nein, Sie haben auch abgelehnt damals, ich habe das nachgelesen, Sie wollten auch nicht enttäuschen. Toscanini war so groß für Sie und Sie wollten ganz perfekt sein, was Sie ja immer sein wollten. Ja. Das ist ja was Schönes. Ja, ich meine, ich glaube, ein Künstler muss immer humile. Menschlich. Nein, Demut. Ah ja, Demut. Humile, ja, natürlich. Das ist die erste Sache für einen Künstler. Ich habe immer gedacht, mein Kollege war viel besser als ich. Ja. Das war meine Technik. Ja. Diesen Gilgi-Schluchzer haben Sie aber nicht gemocht, nicht? Da dieses, den haben Sie nicht gemocht, obwohl es ein guter Kollege war. Ja. Nein, ich möchte, ich habe das eben gesagt, ich spreche so gerne mit Ihnen, aber wir wollen Musik hören. Ich möchte gerne hören Turandot, Nessun Dorma. Das ist ein Befehl, verehrter Herr Kammersänger, keiner schlafe. Diesen Befehl brauchten Sie nie zu geben, wenn Sie gesungen haben. Keiner hat geschlafen bei Nessun Dorma. Nessun Dorma. Nessun Dorma. Ja. Tempi passati. Tempi passati. Ihr Verhältnis zum Regisseur interessiert mich schon sehr. Ich habe da eben immer so etwas rausgehört. Früher hat man mit den Korrepetitoren schön gearbeitet, jetzt musste man gleich auf die Bühne, schrecklich. Ja. Haben die Regisseure Ihnen manchmal geholfen, die Darstellung einer Rolle zu finden? Oder haben Sie das selbst gemacht? Ich habe gefolgt, ein Regisseur hat mich... Hat Sie was zur Rolle geholfen? Ja, nein. Nicht? Niemand. Niemand. Ich meine, ich erschieße mich gleich, aber es ist... Es ist gut, ich wünsche, ich finde einen Regisseur, der hat mich geholfen. Ja. Ja? Aber die Regisseur hat immer... ich bin geboren, muss man verstehen, ich bin geboren in einer Zeit, wo der Regisseur war ein Mann, der sagt, du kommst von links, du gehst nach rechts. Ja. Und du machst, was du willst, aber du musst erinnern, nur wenn du gehst drauf, wenn du gehst drin. Jetzt, von diesem Stil, Regisseur vom Film sind gekommen. Ja. Ich habe mit Traviata, die berühmte Traviata, mit Scala, mit Rossellini gemacht. Natürlich sind größte Regisseur, aber ich habe mein Gedanke war immer an die Vorstellung, an Singen. Ja. Sie, wenn du hast viel probiert, wenn du bist ein guter Schauspieler, das ist nicht wahr. Du kannst nicht ein guter Schauspieler sein, wenn du bist nicht geboren ein Schauspieler. Du kannst nicht auf die Bühne machen wie eine Maschine, ein Computer. Du gehst hier, musst du diese Arme, diesen Mund, du musst einen Instinkt haben für die Bühne. Ja. Und dann, das ist leicht. Und du musst richtig singen. Richtig singen. Warum? Nur durch die Perfektion vom Singen, du kannst Bewegung machen, natürlich Bewegung. Ja. Aber wenn du musst denken in die Diaphragm, du kannst nicht Bewegung machen, du bist wie eine Marionette. Ja. So, erst du musst singen richtig. Und dann, du hast keine Probleme mit dem Regisseur. Nur mit Rossellini ich hatte ein Problem, weil er war so konzentriert an Callas. Ach so. Und das war richtig. Und der Tenor in Traviata ist immer eine Figur. Aber Sie haben gesagt, diese natürliche Begabung mit der Gestik, mit allem. Aber jede Rolle hat doch einen verschiedenen Gestus. Ja, du musst geboren sein. Du musst, wie Diderot, Sie kennen. Ja. Diderot in seinem Paradox sagt, ein Künstler, die größte, ein richtiger Künstler, weint mit seinem Kopf. Ja. In der schlechten Sänger oder Künstler weint mit dem Herz. Mit dem Herzen. Mit dem Herzen. Wir haben gute Beispiele in Deutschland. Musst, ja. Du musst aber diese Kontrolle. Ja. Wenn du hast diese Kontrolle, alles ist einfach. Was war die Situation? Zum Beispiel, ich gucke den Fernseher, ich nicht Kontrolle. Die Krawatte ist nicht richtig, all diese Sachen. Nein, was war die Situation,
als Sie erklärten, ich bin fertig mit der Oper. Der Opernbetrieb ist seelenlos, kommerzialisiert, hat nichts mehr mit Kunst zu tun, haben Sie einmal gesagt. Sie waren völlig Erbitterung, wollten Sie von der Oper weg. Gesagt, was war das? Ich habe gesagt, schon vor 20 Jahren oder auch mehr, die Oper, die Fasson, die Oper, ich habe angefangen, ist nicht mehr da. Wegen der Probe. Ich habe Gaida gesungen in Scala im Dezember. Ja. Ein Jahr später, ich singe Aida mit Karin in Vienna. Karin ruft mich für eine Probe, wir gehen ein Klavier. Aida, bra, bra, bra. Das ist fest für mich in Deutsch. Nein, wir verstehen das alles. Sonst tun wir es in Englisch, ja. Und dann, in einer halben Stunde, die Probe war fertig. Maestro, bitte, ich habe Aida gesungen. Für ein Jahr, ich habe nicht Aida. Ich muss eine Probe haben, die ganze Stück. No? Ja. Oh, das ist eine andere Ära. Der Regisseur, Karin liebte der Regisseur sein. Er war fantastisch. Diese Carmen, wir haben gemacht, die Skala war wirklich fantastisch. Ja. Früher, die Kapellmeister war ein Regisseur. Und muss ein musikalisch sein, ein Regisseur. Ja. Partitur lesen können wäre auch ganz gut. Ja. Sie haben einmal gesagt, Ihre Vorbilder waren Jussi Björling und Birgit Nielsen. Und im Tenorfach war es doch der Richard Tauber. Ist das richtig? Noch nicht vergessen, Wunderlich. Ja. Wunderlich, das ist meine Tenor. Wunderlich, Richard Tauber, die Björling, das Beste. Die übrigens, alte Schule. Meine erste Oper, die ich überhaupt gemacht habe, ich bin Schauspielmann, aber die erste, die ich gemacht habe, war Traviata mit Wunderlich. Und dann hat er nicht mehr gesungen. Ich habe eine Kassette mit der Barbiere, Figaro, mit Wunderlich. Fantastisch. Aber ich möchte nicht nur Opern heute Abend, ich möchte auch, dass man hört, wie heißt es, Abalati oder Abalati. Abalati. Wenn wir das einspielen, um zu hören, wie er auch eine sizilianische Tarantella singt. Abballati, abballati, fimmi di schette mare, tani, es un abballati, buono, non vi canta, non vi son. Abballati, abballati, fimmi di schette mare, tani, es un abballati, buono, non vi canta, non vi son. Quante bimbini che ci su, cinque quattro scapazzati li facemo qui patate, cinque quattro ammaccadetti li facemo qui pisetti. Sciu, 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 quante bimbini che ci su, cinque quattro scapazzati li facemo qui patate, cinque quattro ammaccadetti li facemo qui pisetti. Abballati, bimbini schette maritati, e su una ballata buono non vi canta e non vi sono. Abballati, bimbini schette maritati, e su una ballata buono non vi canta e non vi sono. Quante femmine che ci sono, cinque quattro scapazzati li facemo qui patate, cinque quattro ammaccadetti li facemo qui pisetti. Sciu, 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 quante femmine che ci sono, cinque quattro scapazzati li facemo qui patate, cinque quattro ammaccadetti li facemo qui pisetti. Das war eine Aufforderung zum Tanz, oder? Was ja, eine Einladung zu Tanz. Das gehört zu Melodie. Lieder von alten Liedern, von Sizilien. Ja. Haben Sie übrigens mitsprechen können, welche Kostüme Sie anhatten? Hat Sie das interessiert, welche Kostüme oder in welchem Bühnenbild Sie gespielt haben? Hat Sie das interessiert? Haben Sie mitgesprochen an Ihrem Kostüm? Wenn? Wenn Sie eine Aufführung machten und Sie... Ja. Ein anderes Problem. Ich war gewöhnt, zu bringen meine Kostüme. Sie haben übrigens zwei mitgebracht. Ja, ich habe mehr gebracht. Ja, aber wir hatten nicht so viel Platz. Was ist denn das für ein Kostüm dort? Das ist Rienzi. Rienzi. Ich habe Rienzi gesungen in Italienisch, weil geschrieben in Italienisch, in Scala. Und rechts ist das? Ist eine Oper von Mascagni, Iris. Iris. Kennen Sie nicht? Kenne ich nicht, gestehe es. Ich kenne es nicht. Schöne Duett, schöne Aria. Wir wollen ja heute Abend Freunde bleiben und werden und noch mehr. Ich meine, wenn ein Sänger kommt und bringt Kostüme mit, habe ich als Regisseur immer Schwierigkeiten. Weil wir ja immer eine neue Vorstellung machen können, aber es ist so interessant für mich, für uns alle, diesen Erfahrungsschatz von Ihnen zu haben. Sie haben oft im letzten Moment abgesagt. Warum? Vielmal. Warum? Ich war erkältet. Ach so. Ich war bezahlt zu singen. Ja. Na, jetzt, ich absagte, muss einen seriösen Grund haben, ja? Ja. Das war gar nicht. Nein, Sie haben einen noch tieferen Grund. Sie haben gesagt, Sie möchten Ihrem Publikum keine Halbheiten, nichts Halbes.
nichts. You always wanted to be very good. Exactly. Yeah. That was the reason, you said. Yeah? Erste, ich muss fühle die Geheimnis ist zu singen für dich selbst. Ja. Und dann das Publikum hat Freude. Wenn du singst für Geld oder du singst für andere, dann ist das gut. Nein, das ist richtig. Ich erinnere noch übrigens. Es tut mir leid, ich kann nicht erzählen, wie ich denke, aber das ist schwer für mich. Ne? Nein. Ja. Aber Sie haben dann die Konsequenz gezogen und haben dann aber abgesagt. Niemals in meinem Leben, ich habe gesagt, ich will nicht singen mit diesem Soprano oder diesem Bariton, die gefällt mir nicht. Ja. Ich habe gesagt, ich will nicht singen, ich will nicht zufrieden sein, ich will nicht singen. Aber ein paar Mal. Erste, die Grund war immer zu gut sein für das Publikum, auch vom Respekt für das Publikum. Und zwar gut sein, ob es eine Oper war, ob es eine Operette war. Ich denke daran, 1966 in Berlin haben Sie zum ersten Mal Land des Lächelns, stimmt das? Ja. Mit einem riesigen Erfolg. Italien mochte es nicht so gern und Sie haben geschworen, Sie gehen nie wieder nach Italien. Sie sind dann Gott sei Dank doch wieder nach Italien gegangen. Das ist die Konsequenz unseres Lebens, wie wir sind. Herr Professor, aber, ich muss sagen, ich habe den Respekt für alles. Ich hatte immer in meinem Leben großen Respekt für die Kapellmeister, für die Regisseur, für alles. Wenn ich war nicht zufrieden bin, lass mich in Ruhe, ich will nicht singen. Ja. Das ist mein Recht, war mein Recht. Natürlich. In dieser Traviata in Scala, ich hatte Angst, Traviata zu singen. Warum? Ein Tenor in Traviata, er hat immer Schwierigkeiten, so schwer. Ich kann nicht hören die Orchester, die Pianissimo. Ich hatte Angst. Das war der Grund, ich habe nicht zum Probe gegangen. Aber, verstehen Sie? Nein, ich verstehe. Angst. Mein Direktor von der Scala hat nicht geglaubt, dass ich habe Angst zu singen. Ich habe immer Angst. Über jetzt, auch jetzt, wenn ich singe Sole Mio. Ich bin immer aufgeregt, emotioniert. No? Sie haben sogar einen Satz gesagt, über den man lange sprechen müsste. Was ist ein Künstler, wenn er als Mensch nichts taugt? Sie verbinden das Menschsein mit dem Künstlersein schon sehr, aber wir können jetzt kein philosophisches Gespräch darüber haben. Wir müssen Sie, und ich will Sie noch mal hören lassen, wir können ja die Sendung nicht aufhören ohne Baiazzo. Und wir hören jetzt Baiazzo mit vielen Rollenfotos von Ihnen, die wir sehen aus anderen Rollen. Bitte spielt mir Baiazzo ein. Ja. Sie haben nie markiert. Sie haben immer voll gesungen. Man hat mir berichtet, auch auf Proben. Sie haben nicht wie so viele Ihrer Kollegen nur mal so hin markiert, sondern haben voll gesungen. Und Sie haben einmal den Satz gesagt, der mich sehr betroffen gemacht hat: Atem ist Leben und ich habe genug davon in mir. Sie hatten immer viel Atem. Ja. Und auch viel Leben in sich und haben es verstreut. Das habe ich. Leben, mein Ausdruck, meine Idee zu leben, ich habe gesagt früher, optimistisch und jeden Tag. Ja. Sie haben mir vorher erzählt, dass ich Sie fragte, Sie lehren nicht, Sie haben keine Schüler, aber Sie geben Ratschläge. Natürlich, wenn Sie haben Talent, wenn Sie haben Instinkt, die junge Sänger. Ich kann nicht Unterricht zu Stimme only. Ja. Die Leute die haben nur die Stimme. Ja. Und kein Talent für Musik oder für Gesang. Ja. Die müssen geboren sein. Denn du kannst helfen. Ich habe einen Mexikaner Tenor, der singt sehr schön. Er ist jetzt in Luzern. Ich habe nur eine Rate im Magie. Er singt fantastisch. Richtig. Ja. Er studiert. Er ist geboren zu singen. Ich komme als junger Schüler zu Faust, wie zu Faust zu Ihnen und frage Sie um Rat. Ich möchte gerne Sänger werden. Sehr verehrter, erfahrener Meister, welchen Rat geben Sie mir? Ich kann einigermaßen singen. Was soll ich tun, um ein guter Sänger zu werden? Darf ich Sie um einen Rat bitten? Meine Rat ist nicht zu fragen, ihr braucht nicht zu fragen mich. Ich kann fragen, Meine erste Lehrer war ein Anwalt. Er hat gute Ohren, war ein Operaverehrer. Wenn ich bin zu Wedderberg gegangen, er sagt, singen ein bisschen, bevor die gehen.
No, wie die anderen Tage. Ah, bravo. Sadist, das tut. Er war nicht ein Musik. Er war nicht ein Gesanglehrer, er war ein Anwalt. Er hatte gute Ohren. Du, die Junge, ich sage, du musst fragen in deine Familie, jemand, hat ein Gefühl für Musik, für Gesang. Und was die Rat, sie müssen geben, die Rat. Ich bin natürlich, wenn ich höre, ich weiß, das ist mein Beruf, wenn dieser junge Mann hat Talent. Du kannst nicht in ein Musikgeschäft gehen, ich kaufe 2 Kilo Talent. Talent, ja? Nein. Du hast die Stimme, die Stimme ist schön, aber du musst dieses Talent haben, zu Gesang. Aber Technik muss er doch auch haben, oder? Aber Technik, ja, nicht kommt auf die Bühne, wenn die Beruf kommt. Warum? Wenn du studierst in einem Zimmer. Ja. Und die Resonanz sind fantastisch. Und du brauchst nicht deinen Atem, viel Atem. Aber wenn du singst im Theater, du musst diese Stimme projizieren in den Rahmen. In den Rahmen. So, du musst richtig atmen, das kommt mit dem Beruf. Und die Kapellmeister haben mich geholfen. Also learning by doing. Learning by doing. Sie kennen den Sabbat, no? Sie kennen Serafin. Serafin hat immer begleitet mit dem Smile. Sorry, mit dem Lächeln. Ja. Warum du bringen die Stimme oben? Ja. Und wenn du geht ein bisschen tief, er macht sofort. Ja. Diese Kapellmeister hat die Sänger geholfen. Sie haben doch übrigens mit Gilgi einmal zusammengesungen. Ja, wir haben gesungen. Und da haben Sie ihn doch um Rat gefragt. Was hat er Ihnen denn als Antwort gegeben? Ich war jung, ich war 27, aber ich war schon, mein Name war so groß in diesem Theater in Rio de Janeiro, so groß wie Gilgi. So, ich bin sofort zu Gilgi gegangen, ist nicht meine Schuld, bitte Maestro. Ich denke, diese Leute sind ein bisschen, kein Respekt für sie, ich bin ein junger Tenor. Oh, mag nicht. Maestro, ich habe gefragt, es gibt eine Rate zu geben, existiert eine Technik, ein Trick zu singen, immer schön. Ja, er sagt, ich bin in dem Hotel, ich fühle fantastisch, ich gehe zum Theater und ich singe schlecht. Ja. Oh, ich fühle schlecht im Hotel. Ich gehe ins Theater, ich singe schön. Das ist die Technik. Ja. Na, danke. Es gibt keine Rate zu geben. Nein. Du musst geboren zu singen. Denn du findest immer die Leute, die helfen dich. Aber du selbst musst wissen, wie du musst machen mit der Stimme. Du musst singen. Gut. Sie haben das denen jetzt gesagt, die eine Stimme schon haben, aber die noch nicht so eine große Stimme haben und erst über die Schule erst eine große Stimme bekommen wollen. Ist das ein Weg? Es gibt keinen Weg, eine große Stimme bekommen. Kein Weg dafür. Kraus, Schinks, Tenor Kraus, singt sehr schön. Weil die Stimme ist immer dieselbe. Sie ist nicht groß geworden, sie ist immer lyrisch. Jawohl. Es gibt keine Technik, die eine Stimme größer machen. Aber wir wollen jetzt noch eine große Stimme hören. Wir wollen Tosca hören. Was wohl aus Tosca? Sie wissen es, was wir jetzt hören werden. Denn das ist unsere letzte Einspielung und ich freue mich darauf, Ihnen, meine Damen und Herren, das hören zu lassen. Tosca, e luce van le stelle. La vita. Ja. Wir haben nicht so viele Tenöre heute und ein Intendant hat es schwer heute, diese Rollen zu besetzen. Und wenn ich das Glück habe, so Ihnen gegenüber zu sitzen, wenn Sie zurückschauen, was war denn so das Fazit Ihres Lebens, the result of your life? What would you say? Ich weiß nicht, ich war geboren mit dieser Qualität und ich war immer sehr bedankt zu Natur, zu Gott. Ich habe alle diese Möglichkeiten. Ich war sehr begabt und war sehr glücklich. Und ich habe auch gearbeitet, zu bringen diese junge Stimme zu der dramatischen Rolle. Ja. Und ich glaube, ich habe gesungen, die Forza macht den Schicksal. Diese von junger Stimme, von jungen Mann, von einem älteren Mann, maturo, ein Uomo maturo, ich habe gesungen, wie ich habe geliebt zu singen. Ja. Ich wusste, was ich soll machen, wenn ich singe, mehr dramatische Rolle. So, ich habe das gemacht,
Ich habe diese Platten zu hören. Ich bin die glücklichste Mann in der Welt. Wie ein Künstler, sie? Ich kann nicht sagen. Vielleicht ich konnte singen länger Opera. Aber warum? Warum? Ich habe alles gesungen. Und ich habe diese serviert, nicht nur die Musik, die Verdi, die Musikant, aber die Dichter. Ja. Sie, das ist wichtig für mich. So, ja, ich, in dieser Opera, ich habe beide Genie serviert. Und das viele mögen das heute gar nicht hören, dass wir so optimistisch, so positiv schließen, weil der Kulturpessimismus heute überhand genommen hat. Ich habe mich gefreut. Übrigens, ich weiß nicht, ob Sie ein religiöser Mensch sind. Sie kommen in den Himmel, wissen Sie das? Ja. Wissen Sie das? Sie kommen in den Himmel. Ja, Sie kommen in den Himmel. Sie kommen in den Himmel, denn ja. D'Annunzio hat gesagt, die Musik ist der Tod alles Bösen. Und die Musik hat Ihr Leben bestrahlt und Ihr Leben überstrahlt, hoffentlich auch uns. Die Musik ist der Tod alles Bösen. Ich danke Ihnen, dass Sie zu uns gekommen sind. Bitte lassen Sie mich sagen, auch etwas zum D'Annunzio. Ja. Er hat geschrieben, dolce cantare spegne ciò che nuoce. Bravo. Jetzt übersetzen Sie es auch bitte für unsere Zuhörer in Berlin. Schön singen. Singen. Tötet alles, was ist böse. Alles, was ist böse. Ein schöneres Schlusswort gibt es nicht. Dankeschön, meine Damen und Herren. Danke Ihnen, dass Sie zu danke, uns gekommen Professor, sind. Danke.